Inwiefern ist es für einen Bürger im 21. Jahrhundert relevant, die Bedeutung des Herzorgans zu verstehen? Ja, also da muss ich natürlich zunächst einmal sagen, wenn ich jetzt rein im Sinne von Harvey denke, das Herz als Pumpe, ist das völlig wurscht, ob ich mich damit beschäftige oder nicht. Wenn ich aber mit hinzunehme die Forschungsergebnisse, die wir haben seit 10, 15 Jahren in etwa, dass das Herz eben intensiv mit unseren Emotionen verbunden ist, dass das Herz ein elektromagnetisches Feld besitzt, das weit über unseren eigenen Organismus hinausreicht und noch in mehreren Metern Entfernung zu messen ist, und dass dieses elektromagnetische Feld ja auch Träger von Informationen ist, dann wird hier erahnbar, dass ich in der Lage bin, über mein Herz die Dinge auch in meiner nächsten Umgebung zu verändern. Und entsprechende Studien aus den USA zeigen das auch ganz praktisch, sehr konkret, wie solche Kommunikationswege möglich sind. Von daher möchte ich sagen, wenn wir jetzt an Paul Watzlawick denken, den Kommunikationswissenschaftler, der sagte, man kann nicht nicht kommunizieren, so meinte er das ja in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts darauf bezogen, dass er sagte, ja, es gibt eben auch die nonverbale Kommunikation, das heißt die über Gestik und Mimik oder über die über mein Verhalten. Es gibt aber auch noch die Kommunikation darüber, was strahle ich aus an Gefühlen in meine Umgebung über mein Herz, was eben auch in der Umgebung messbar ist. Und dadurch wiederum verändere ich auch die Situation in dem Raum, in dem ich bin. Ich denke, das mag jetzt etwas, vielleicht auf den ersten Moment etwas mysteriös klingen, was ich hier sage, aber viele Menschen werden das kennen. Sie kommen in einen Raum und merken, ohne dass einer was sagt, dass hier gerade eine merkwürdige Stimmung ist. Ja, irgendwas liegt hier im Raum. Ja. Und das sind bestimmt zu einem ganz großen Teil genau diese Kommunikationsebenen, die eben auf nicht sinnliche Art und Weise passieren, sondern eben über diese Energiefelder sich ausbreiten. Und das sind jetzt auch eben nicht irgendwelche mysteriösen Energiefelder, sondern das sind Energiefelder, die wir sehr konkret im Labor auch messen können. Was könnte es für eine Gesellschaft oder Organisation bedeuten, von der Funktionsweise des Herzorgans zu lernen? Ja, genau in dem Sinne, was ich eben gesagt habe, so mit der Frage, ja, wie kann ich es lernen, über mein Herz zum einen mich selber zu verändern, mich selber zu beeinflussen, aber eben auch in der Art und Weise, wie ich selber gestimmt bin, verändert das die Menschen, in deren Umkreis ich bin. Das heißt, ich trage mit meinem eigenen Gestimmtsein auch mit Verantwortung für das, wie es dem sozialen Umkreis geht, der Menschen, in denen ich lebe. Also es findet eine intensive Interaktion statt, die ist, auch dazu gibt es interessante Untersuchungen dabei, es findet eben eine intensive Interaktion statt zwischen den Menschen in einem Raum auf dieser energetischen Ebene, die man eben messen kann über das elektromagnetische Feld und über die Herzratenvariabilität zwischen den einzelnen Personen. So gibt es dann zum Beispiel auch Coaches, die Firmentrainings machen oder so etwas, wo dann beispielsweise die Herzratenvariabilität gemessen wird, parallel zum Coaching, das dann mitgeschrieben wird und man dann hinterher auch nochmal sehen kann, aha, zu welchen Zeitpunkten des Coachings traten welche Gruppenmitglieder wie miteinander in eine Art von Kommunikation jenseits dieser Worte. Sie erwähnen, dass das Herz in einer Verbindung zu einem allgemeinen Energiefeld steht, welches nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also, da möchte ich beginnen mit einem Versuch, der 1989 publiziert wurde. Dort hat man Veteranen von Pearl Harbor aus der Mundschleimhaut weiße Blutkörperchen entnommen, hat diese in Reagenzglas hineingepackt und ich meine, es waren 12 Kilometer weit entfernt gebracht in ein Labor und hat jetzt die Aktivität dieser Leukozyten gemessen. Die Spender waren Veteranen von Pearl Harbor, das heißt, sie hatten eben ein schweres Trauma erlitten.
Jetzt hat man diesem Veteran eine kurze Filmsequenz eines Angriffes gezeigt, wo es eben um Pearl Harbor ging, das heißt ein Kamikaze-Fliegerangriff oder was dergleichen. Ja. Das heißt, ich habe ein altes Trauma reaktiviert. Im selben Moment, ohne zeitliche Verzögerung, reagieren die Leukozyten im Reagenzglas. Dieser Versuch wurde dann wiederholt. Es gibt da zum Beispiel einen Versuchsaufbau von einem Mr. Baxter, das ist ein Forscher aus den USA. Dieser Versuch ist veröffentlicht worden in dem Buch The Secret Life of Your Cells. Dort hat er einen prinzipiell gleichen Versuch wieder gemacht, mit etwas anderen Parametern, die er gemessen hat, wo er nachweisen konnte, dass über 560 Kilometer Distanz Reaktionen auftraten. Mit anderen Worten, das, was einmal mit mir verbunden war, das bleibt mit mir verbunden, solange es lebendig bleibt. Wenn ich natürlich Zellen habe und die absterben, dann ist auch keine Reaktion mehr messbar. Aber solange die Zellen lebendig bleiben, reagieren die Zellen in dem Gesamtkontext des Spenderorganismus mit, egal offensichtlich, wie weit ich sie wegtue vom Spender. Das ist der eine Punkt. Also von daher haben wir mit diesen Versuchen, wo ich jetzt hier mit einem kurzen Einblick gegeben habe, haben wir quasi die Grenzen des Raumes gesprengt. Wir müssen festhalten, auch so schwer uns das vielleicht auch fallen mag, das zu akzeptieren, dass die Grenzen des Raumes Grenzen sind, die wir in unserem bürgerlichen Alltag natürlich als Grenzen erleben, die aber für den Informationsfluss keine Rolle haben, keine Rolle spielen. Was wir ja beispielsweise auch im Bereich der Telekommunikation ja selbstverständlich kennen, dass wir mit jemandem auf einem anderen Erdteil kommunizieren können, ohne zeitliche Verzögerung. Nun gibt es auch weitere Versuche, und es gibt einen ganzen Wissenschaftszweig, der sich damit beschäftigt, über das ganze Thema, dass man auch in der Lage ist, auch das jetzt wieder im Labor messbar, zu reagieren, bevor bestimmte Dinge eintreten. Ich denke da jetzt an einen bestimmten Versuch, der vom HeartMath-Institut veröffentlicht worden ist, unter dem Titel The Surprising Role of the Heart, also die überraschende Rolle des Herzens. Der Versuchsaufbau war folgender. Die Probanden saßen vor Bildschirmen, die waren in überwiegender Zeit schwarz und dann wurden immer für 3 Sekunden Bilder gezeigt, emotional belastende oder angenehme Bilder. An den Probanden wurde der Hautwiderstand gemessen, das EEG, das heißt die Gehirnaktivität, und das EKG. Und jetzt wurde geschaut, je nachdem welche Bilder erscheinen auf dem Bildschirm, reagiert in welcher Art und Weise und wie spezifisch reagiert der Organismus. Der Hautwiderstand reagiert im Laufe dieser 3 Sekunden, wo die Bilder gezeigt wurden, spezifisch, je nachdem, ob es angenehme oder unangenehme Bilder waren, das ist auch so zu erwarten. Was nicht zu erwarten ist, ist, dass das Gehirn, das heißt das EEG, zeigt bereits wenige Sekunden bevor das Bild erscheint, spezifische Veränderungen, je nachdem, ob es angenehme oder unangenehme Bilder sind. Das Herz aber wiederum reagiert nochmal wieder einige Sekunden vorher, bevor das Gehirn reagiert. Das heißt, offensichtlich ist es so, dass das Herz reagieren kann auf zukünftige Ereignisse, bevor diese überhaupt eintreten. Da gibt es inzwischen einige Versuche dazu, die immer alle in dieselbe Richtung hinweisen, wo wir sehen, aha, also es gibt eine Ebene, wo Raum und Zeit keine Gültigkeit hat. Das ist etwas, was wir im Prinzip auch aus der Quantenphysik heraus kennen. Albert Einstein sprach auch mal von der spukhaften Fernwirkung zum Beispiel. Und dass zu dieser Ebene, die im amerikanischen Sprachgebrauch als Non-Global Consciousness bezeichnet wird, ich möchte mal sagen, als eine Daseinsebene jenseits von Raum und Zeit, dass zu dieser Daseinsebene das Herz eine Verbindung hat, beziehungsweise dass das Herz wie eine Nabelschnur ist in diese Welt, wo Raum und Zeit nicht mehr gültig ist.